La Mer. Da ist es wieder. So. Gar nicht so einfach, diese ganzen schwedischen Worte, Namen immer zu lesen. Wollen wir nicht jammern. Die Buchten von Södermanland aber zog ich so weit wie möglich ins Land hinein. Dadurch wurde dieses den Schiffen zugänglich und trat in Verbindung mit der Welt draußen. Nachdem im Norden und Süden alles fertig war, wendete ich mich der östlichen Küste zu, und nun sammelte ich alle die nackten Klippen und Steinhaufen, die Heidestrecken und die kahlen Felder, die ihr mitgegeben hattet, und warf sie ins Meer. So entstanden alle meine Inseln und Inselchen, die mir für die Schifffahrt und den Fischfang äußerst nützlich sind und die ich für mein wertvollstes Eigentum halte. Dann hatte ich von euren Geschenken nichts mehr übrig als die Rasenstücke von Schonen. Diese legte ich mitten ins Land hinein, und daraus wurden die fruchtbare Vaksala-Ebene. Den trägen Fluss aber, den mir Westgötland mitgegeben hatte, leitete ich über die Wiese hin, und so bildete sich eine gute Verbindung zu den Mälarbuchten. Jetzt verstanden die anderen Landschaften, wie alles zugegangen war, und obwohl sie immer noch etwas ärgerlich waren, mussten sie doch zugeben, dass Uppland seine Sache gut gemacht hätte. Du hast mit wenig Mitteln Großes geleistet. Ja, du bist wirklich am klügsten und tüchtigsten von uns allen, sagten sie. Ich danke euch für diesen Ausspruch, sagte Uppland. Wenn ihr das sagt, dann bin ich auch die Landschaft, die den König und die Hauptstadt bekommen soll. Wieder wurden die Landschaften etwas ärgerlich, aber ein Wort ist ein Wort, und so blieb's dabei. So bekam Uppland den König und die Hauptstadt und wurde die erste aller Landschaften. Und das war nicht mehr als recht und billig, denn Klugheit und Tüchtigkeit, diese beiden sind es, die auch heute noch aus den Bettlern Fürsten machen. 35. In Uppsala. Der Student, Donnerstag, 5. Mai. Zu der Zeit, als Nils Holgersson mit den Wildgänsen durchs Land zog, war in Uppsala ein sehr tüchtiger junger Student. Er wohnte in einem Dachstübchen, und die jungen Leute sagten, er lebte geradezu von Luft. Sein Studium betrieb er mit Lust und Liebe, und er wurde früher fertig als alle seine Studiengenossen. Trotzdem aber war er kein Bücherwurm und Spielverderber, sondern konnte mit seinen Kameraden lustig und vergnügt sein. Kurz, er war gerade so, wie ein rechter Student sein soll. Er hatte nicht einen einzigen Fehler, wenn man sich nicht etwa das einen Fehler nennen wollte, dass er vom Glück etwas verwöhnt worden war. Aber das kann den Besten passieren. Das Glück ist nicht so leicht zu ertragen, besonders nicht in der Jugend. Eines Morgens, gleich nachdem der Student aufgewacht war, dachte er darüber nach, wie gut es ihm doch immer gegangen sei. Alle Menschen haben mich lieb. Die Lehrer und die Kameraden, sagte er vor sich hin, und wie gut ist es mir mit meinem Studium ergangen. Heute muss ich zum letzten Male zum Tentamen, und dann habe ich nicht mehr viel zu tun. Wenn ich nur zur rechten Zeit fertig werde, bekomme ich gewiss eine gute Stelle mit einem ordentlichen Gehalt. Ja, ich habe in der Tat merkwürdig viel Glück, aber ich habe es mir auch tüchtig sauer werden lassen. Ich habe es mir auch tüchtig sauer werden lassen. Da kann es mir nicht anders als gut gehen. Die Studenten in Uppsala sitzen nicht in Klassenzimmern und lernen da wie Schulkinder miteinander, sondern jeder studiert daheim auf seiner eigenen Bude. Wenn sie dann mit einem Fach fertig sind, gehen sie zu einem Professor und werden gleich in diesem Fach examiniert. Eine solche Prüfung wird ein Tentament genannt. Und jetzt sollte der oben genannte Student gerade im schwersten Fach seiner ganzen Studienzeit geprüft werden. Sobald er sich angezogen, sein Frühstück eingenommen hatte, setzte er sich an den Schreibtisch, um einen letzten Blick in die Bücher zu werfen. Ich glaube, es ist ganz überflüssig, denn ich bin ja sehr gut vorbereitet, dachte er. Aber ich will doch lieber bis zuletzt büffeln, dann habe ich mir nichts vorzuwerfen. Er hatte noch nicht lange studiert, als es an seiner Tür klopfte und ein Student mit einem dicken Band unter dem Arm bei ihm eintrat.
Der Student war von einer ganz anderen Art als der, der am Schreibtisch saß. Er war zaghaft und schüchtern und sah ärmlich und bedürftig aus. Es war einer von denen, die sich einzig und allein auf die Bücher und nichts weiter verstehen. Man sagte ihm nach, er sei sehr gelehrt, aber er war so scheu und schüchtern, dass er sich noch nicht ein einziges Mal zu einem Tentamen herangewagt hatte. All seine Kameraden glaubten, er werde ein schwieriger Student, ein ewiger Student. Und ein solcher, der ein Jahr ums andere in Uppsala bleibt, immerfort studiert und studiert und aus dem doch nie etwas Rechtes wird. Jetzt kam dieser ewige Student zu unserem Studenten, ihn zu bitten, ein Buch durchzulesen, das er geschrieben hatte. Es war noch nicht gedruckt, sondern nur ein Manuskript fertig. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du ein wenig hineinsehen und mir dann sagen könntest, ob es irgendeinen Wert hat, sagte der schüchterne Student. Der Student, der immer Glück hatte, dachte im Stillen, da haben wir es wieder. Mich können alle Menschen besonders gut leiden, es mögen mich eben alle. Da kommt nun auch dieser Sonderling zu mir. Der kann sich nicht überwinden, irgendjemand sein Werk zu zeigen, und nun bittet er mich, mein Urteil darüber abzugeben. Er versprach, das Manuskript so bald als möglich zu lesen, und der andere legte es vor ihm hin auf den Schreibtisch. Du musst gut darauf Acht geben, sagte er. Ich habe 5 Jahre lang daran gearbeitet, und wenn es verloren ginge, könnte ich es nicht noch einmal schreiben. Solange es bei mir ist, wird ihm nichts passieren, sagte der Student, und darauf entfernte sich der andere. Der Student zog den großen Stoß Papier zu sich heran. Was der wohl da zusammengeschmiert hat, sagte er. Ah, die Geschichte der Stadt Uppsala. Das klingt ja nicht so übel. Nun war aber unserem Studenten Uppsala die liebste Stadt von ganz Schweden, und er war durchaus neugierig zu sehen, was der ewige Student über diese Stadt geschrieben hätte. Wenn ich mir die Sache recht überlege, kann ich seine Geschichte ebenso gut gleich lesen, murmelte er. Es hat ja noch keinen Wert, wenn ich mich hier bis zum letzten Augenblick schinde. Deshalb geht es mir doch nicht besser beim Professor. Der Student fing also an zu lesen und hob den Kopf nicht mehr von den Blättern, bis er das letzte gelesen hatte. Sieh mal an, sagte er, das ist ja ein unerhört gelehrtes Werk. Wem in dieses Buch herauskommt, ist der ewige Student ein gemachter Mann. Nein, wie freue ich mich, ihm zu sagen zu können, dass mir sein Werk gefällt. Er sammelte alle die losen Blätter, aus denen das Manuskript bestand, wieder sorgfältig zusammen und legte sie auf den Tisch. Während er noch damit beschäftigt war, hörte er seine Uhr schlagen. Potztausend! Es ist höchste Zeit, dass ich zum Professor gehe, rief er und eilte zur Tür hinaus, seinen schwarzen Anzug zu holen, der in einem Kämmerchen auf dem Bodenraum hing. Aber, wie es öfters zu gehen pflegt, wenn man in Eile ist, Schloss und Schlüssel waren widerwillig und es dauerte eine gute Weile, bis der Student wieder in sein Zimmer zurückkam. Als er über die Schwelle trat, stieß er einen lauten Schrei aus. In der Eile hatte er die Türe seines Zimmers hinter sich offen gelassen und das Fenster am Schreibtisch war auch geöffnet. Dadurch war ein heftiger Zug entstanden und jetzt sah der Student die losen Blätter des Manuskripts zum Fenster hinauswirbeln. Mit einem großen Satz war er am Schreibtisch und legte die Hand auf die Blätter, aber es war nicht mehr viel zu retten. Höchstens 10 bis 12 Blätter lagen noch auf der Tischplatte, alle anderen flatterten vom Wind getrieben über die Dächer und Höfe hin. Der Student bog sich weit zum Fenster hinaus und sah den Blättern nach. Auf dem Dach vor dem Mansardenfenster saß ein schwarzer Vogel, der ihn mit spöttischer Überlegenheit ansah. »Ist das nicht ein Rabe?« dachte der Student. »Man sagt doch, die Raben bedeuten Unglück.« Einige der Blätter lagen noch auf dem Dache und so hätte vielleicht wenigstens noch ein Teil des verlorenen Gutes retten können, wenn das Tentamen nicht gewesen wäre. Nun aber meinte er, er müsse sich in erster Linie um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Es handelt sich ja um meine ganze Zukunft, dachte er. Er schlüpfte rasch in seinen schwarzen Anzug und stürzte zu dem Professor. Unterwegs musste er immerfort an das verlorene Manuskript denken. Das ist eine recht ärgerliche Geschichte, dachte er. Wie schade, dass ich in so großer Eile war. Der Professor begann das Examen, aber der Student konnte an nichts anderes denken als an das verlorene Manuskript. Was sagte er doch? Was sagte doch der arme Kerl, dachte er. Sagte er nicht, er habe 5 Jahre lang an dem Buch gearbeitet und wäre nicht imstande, es noch einmal zu schreiben?
Ach, woher soll ich nun den Mut nehmen, ihm zu gestehen, dass es mir abhanden gekommen ist? Üble Sache, das.